Was geht ab, meine Z-Fighter, Osiri hier. Und im japanischen Dokkan Battle gibt es Breaking News, denn ab sofort ist in jedem Banner ein Multisummon, ein GSSR. Wie funktioniert das Ganze? Nun, wenn ihr ab sofort im japanischen Dokkan Battle ein Multisummon performt, ein Multisummon macht in einem Banner, dann ist der 10. Charakter garantiert ein SSR. Zu 95% ist er nicht gefeatured, zu 5% ist er gefeatured. Und wow, dass das wirklich in Kraft getreten ist, es ist wirklich in Kraft getreten. Wir werden es gleich anschauen, aber nur ganz kurz aus vorweg. Heute wird noch ein Video folgen, in dem ich alle Informationen zu der Golden Week bespreche, was ihr da wissen müsst zu den Missionen und alle Informationen, Details zu LR Freezer Kampagne. Also würde ich euch auf jeden Fall auch empfehlen, dort reinzusehen. Nur diese Breaking News wollte ich euch auf jeden Fall am Morgen wissen lassen. Und ja, mal ausnahmsweise gibt es mein Gesicht mal nicht zu sehen, denn ich bin ja literally gerade aufgewacht und umgeschminkt, sagen wir es mal so. Anyways, woher wissen wir das Ganze? Erstens aus den Nachrichten, die wir gerade gesehen haben, aus den News, und ja, wir können das natürlich noch bestätigen, denn dieser Broly-Banner kam heute erst online und der von Vegeta wird auch noch kommen, beziehungsweise wenn ihr das Zeitvideo dann seht von heute, vielleicht eventuell schon online sein. Anyways, das macht mich zur Sache, nämlich wir können hier nämlich nachschauen. Bis jetzt war es ja immer so, wir können das hier ablesen, dass ein SSR in einem Banner zu 10% droppt. Dabei wird 5% für die gefeatureten Charaktere, für die Anzahl der gefeatureten Charaktere aufgeteilt und 5% für die Anzahl der nicht gefeatureten Charaktere. Ab heute jedoch im japanischen Dokkan Battle, ich sag es nochmal, im japanischen Dokkan Battle, ich bin mir sicher, dass es früher oder später natürlich ins Globale hoffentlich auch kommen wird. Da fehlen ja diese Raids, die wir ja hier haben. Aber ich hoffe, wie gesagt, das wird noch der Fall sein. Ab heute jedoch steht hier nämlich dran, pro Multisummon. Pro Multisummon droppt garantiert, also zu 100% ein SSR. Das ist der 10. Charakter, das ist wie in jedem anderen GSSR-Banner auch. Jetzt nur für jeden Banner. Hier wird es aber so aufgeteilt, zu 5% ist dieser GSSR-Charakter dann, dieser garantierte SSR, ein gefeatured Charakter, zu 95% nicht gefeatured. Dennoch geil, wenn das in jedem Banner wirklich so bleibt, dennoch geil, weil wir bekommen jetzt pro Multisum endlich mal, wenn wir dafür belohnt, dass wir Multisum machen, denn bis jetzt war es immer so, ob Single oder Multi, die Rates sind immer gleich, es macht keinen Unterschied, ab heute jedoch, natürlich wenn ihr von der Multisum Bonus habt, LRK etc., macht ihr Multisum, aber wegen den Rates speziell, ab heute jedoch, ist jeder Multisum garantiert ein SSR dabei, der allerletzte, zu 5% ist er gefeatured, zu 95% nicht. Wir haben auch die Bestätigung, die Übersetzung, auf Twitter beispielsweise, Shoutout an Gaming We Talent, er hat das so bestätigt, er hat das quasi ja, übersetzt. DBZ Space und Mai haben das getestet und ja, es ist wirklich ein GSSR-Banner ab jetzt. Sofort jeder Multisum, ich wiederhole es wirklich, damit es alle Bescheid wissen, richtig verstehen, jeder Multisum im japanischen Dokkan Battle ist nun ein GSSR-Banner. Zu 95% ist der Charakter nicht gefeatured, zu 5% gefeatured. Ob das in jedem Banner genauso bleibt, so steht es quasi in den News, wir werden es nachher noch wissen, wenn der Vegeta-Banner online kommt, denn da sollte das auch schon in Kraft treten. Oder vielleicht, wenn, beziehungsweise vielleicht, wenn das wirklich so bei jedem Banner bleibt, dann heißt das, dass zum Beispiel in dem LR-Banner, also die Charaktere, wo die LR-Charaktere nicht gefeatured sind, wie beispielsweise im Double-Rate-Banner, wenn da zu 95% ein nicht gefeatured Charakter kommt, nur her damit, denn die LR-Charaktere sind nicht gefeatured, ein Beispiel, vielleicht könntet ihr meinen, okay, zu 5% ist ein Featured-Charakter, das ist trotzdem sehr, sehr wenig, das ist üblich. Und auch, by the way, ihr dürft das nicht verwechseln. Das heißt jetzt nicht, dass ihr pro Multisum nur diesen einen GSSR bekommt, nein. Die alle anderen neuen Charaktere, da wird die, da werden die natürlich, die Rates, da durchgegangen. Also wie auch üblich, wie immer, zu 10% droppt da quasi ein SSR für die neuen anderen Charaktere. Zu 5% ist dieser gefeatured, zu 95% nicht, aber halt hier haben wir jetzt noch den Bonus, dass der allerletzte Charakter in dem Multisummon GSSS, also garantiert ein SSR, und die alle anderen neuen Charaktere, da wird die Rates wie immer auch aufgeteilt. Also zusammenfassend nochmal gesagt, ich finde das wirklich sehr, sehr geil. Wie kam es dazu, dass geändert wurde? Nun, endlich, zuallererst haben sie endlich mal was am Summon-System geändert, dass wir jetzt nun endlich für Multisummon belohnt werden, dass wir da immer sparen. Zweitens ging dann eine Frage durch, bis nur ein Fragebogen konnte man ausfüllen in den letzten Tagen, letzte Woche für japanische Dokkan Battle, wie sie das fördern könnten, das Game, was wir da wollen, was wir da haben wollen. Und wenn das ein Vorschlag war und das durchgesetzt wurde, richtig geil, ich bin dann noch offen für weiteres, beispielsweise Friend-System-Änderungen und. Aber für heute halten wir fest, es ist ein guter Tag, endlich werden wir belohnt.
im Summon-System. Jeder Multi-Summon ist ein garantierter SSR dabei. Der allerletzte, ich will es nochmal, zu 95% ist dieser nicht gefeatured, zu 5% ist er gefeatured. Und alle anderen neuen Charaktere, da gehen die Rates natürlich normal durch. Heißt, 10% werden aufgeteilt, 5% für nicht gefeaturete und 5% für gefeaturete. Anyways Leute, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich wünsche euch demnach sehr viel Spaß bei den Summons in der Zukunft im Japan-Schnurkern-Battle. Wir hoffen natürlich, drücken die Daumen, oder sollte natürlich so sein, dass es ins Globale auch früher kommt als später. Normal ist die Zeitspanne bei 4 bis 6 Monaten. Ich hoffe, das Ganze kommt früher. Ihr seht, ich habe 37 Stones. Ich spanne natürlich auf den 50er und hau dann Moisam dann raus. Ich teste das natürlich auch. Wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem ganzen News. Einen schönen Tag und schaut in einem anderen Video auch noch von heute vorbei. Da gibt es alle Informationen zu Golden Week und zur Ella Freezer-Kampagne. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.